Humanen ist ein wichtiges Unternehmen, wenn es um die Diagnostik geht. Hier in Rothensee ist das Unternehmen seit über 10 Jahren. In diesem Jahr wurde ein Erweiterungsbau hochgezogen. Heute ist das Richtfest und noch dieses Jahr soll das Haus fertiggestellt werden. Der Standort Bodensee, der wird als Industriestandort Bestand haben und wird sich auch weiterentwickeln. Im Endeffekt verdoppeln wir hier unsere Produktions- und Lagerflächen. Das heißt, im Moment sind wir rund 100 Leute. Das letzte Mal waren es nur 78. Also wir haben seitdem schon wieder stark zugelegt seit 2010. Und das neue Gebäude, wenn man die Produktions- und Lagerkapazitäten und Büros und alles verdoppelt, heißt natürlich, im Endeffekt, wenn wir weiter wachsen, wollen wir, ich sag mal, 2020 oder wann auch immer, vielleicht auch eher, je nachdem wie schnell es geht, dann eben auch 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier unterbringen. Unsere Seele, unsere Basis, unsere Entwicklung ist die Industrie in Rothensee. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass hier in den letzten 10 Jahren gigantische Entwicklungen stattgefunden haben, auch bei Human natürlich, da sind wir heute hier. Was machen wir? Wir geben insgesamt rund 4,5 Millionen Euro aus, das ist schon eine beträchtliche Investition. Nachdem wir das Glück haben, den Standort Magdeburg vor 12 Jahren, 13 Jahren Herr Fleming ausgewählt zu haben, muss man auch klar sagen, das wird mit rund 1 Million Pi mal Daumen, Zuschuss, wofür wir uns natürlich beim Land an der Stelle auch irgendwo bedanken wollen. Das macht das Ganze leichter, gar keine Frage, es ist trotzdem noch eine beträchtliche Investition. Aber das wird sich lohnen und was heißt es für Sie alle oder speziell jetzt für Sie als unsere Mitarbeiter? Der Standort Magdeburg ist für die Human unersetzlich, muss man klar sagen. Wir werden die nächsten 10, 15, 20, 25 Jahre, wie lange auch immer, so weit kann ich auch noch nicht vorausblicken, hier verbringen. Und ich freue mich mit allen, die für uns arbeiten, die uns aber auch unterstützt haben, sei es von Seiten der Stadt, von der KMÜ, die jetzt den Bau hier entsprechend begleiten. Eine Verdopplung der Kapazitäten zeigt, dass das Unternehmen in den Standort Hoffnung setzt, Sicherheiten setzt und auch an die Menschen, die hier arbeiten, glaubt, dass sie das vernünftig hinkriegen. Das sind für uns gigantische Erfolge, wenn ich so etwas überspitzt auch sagen darf, dass man weiß, hier in dem Land haben wir die Entwicklung vorangebracht, aber es lohnt sich auch hier weiter zu investieren, weil auch die Ressourcen an guten Arbeitskräften hier da ist.